So Leute, jetzt zum Thema Unterschrift auf den Bewerbungsunterlagen. Und naja, da ja die meisten Bewerbungsunterlagen also online weggeschickt werden per Mail und sowas, muss auf beiden, so also würde ich empfehlen, eine digitale Unterschrift zu setzen. Also sprich, ihr macht eure Unterschrift, also wenn das hier euer Lebenslauf ist, auf der letzten Seite packt ihr hier eure Bilddatei mit einer eingescannten Unterschrift, dazu sage ich später noch, ja, einmal hier im Anschreiben und einmal hier im Lebenslauf auf der zweiten Seite unten und dann immer hier mit Vornamen plus Nachnamen, immer beides raufschreiben, zuerst Vorname, dann Nachname, beziehungsweise Familienname. Und wie bringt man jetzt hier, sage ich mal, das Beste, holt man das Beste aus seiner Unterschrift raus, wenn man jetzt nicht gerade die schönste Schrift habt? Also ich spreche da aus Erfahrung, ihr seht ja selber, meine Schrift ist nicht die schönste. Ja, ist aber nun mal so, kann man nicht stark ändern, ich bemühe mich eben so stark. Und da würde ich euch empfehlen, nehmt ein DIN A4 Blatt und unterschreibt immer mit zuerst Vornamen, was weiß ich, hier so Alexander, und das immer so oft ist wie möglich und so weiter und so fort, und dann mit eurem Nachnamen könnt ihr auch hier schreiben. Ihr könnt meinen Nachnamen eh nicht lesen, also von dem her ist es egal. Und schreibt dann euren ganzen Nachnamen, immer nur den Nachnamen und sowas hin. Und dann sucht ihr euch mal diejenigen raus, also von jeweils den Vornamen, den schönsten, sucht ihr euch raus. Und auch noch so ein Tipp, schaut, dass ihr einigermaßen eine gerade Linie habt. Bei diesen Namen, sage ich hier, diese beiden sind die schönsten. Dann packt euch ein Bildbearbeitungsprogramm, das traue ich euch zu, dass ihr das könnt ohne Probleme. Dann schneidet ihr das aus, schneidet das aus. Und packt diese Elemente hier schön zusammen. Also natürlich musst du das DIN A4 Blatt dann einscannen, aber davon gehe ich aus, dass ihr es schafft. Und dann packt ihr hier das zusammen und richtet es auch hier vom Winkel hier aus, dass das eine saubere gerade Linie ist. Das sieht optisch schon am schönsten aus. Nicht, dass es irgendwie so ist, weil das hatten wir noch nicht. Also immer so. Das dann zusammenfügen, kann man mit so einem Winkel ändern, gibt es ja bei den ganzen Bildbearbeitungstools, die freeware im Internet sind. Und dann hat man das und das dann raufpappen, einmal aufs Anschreiben und einmal auf den Lebenslauf, ganz unten. Gut, das war's zum Thema Unterschrift, vergesst das nicht, ist immer wieder schade drum und stößt dem Personal ins Auge, der sieht ja nur so ganz Zeug, so den ganzen Tag so Anschreiben und Lebenslauf. Also versucht, dass ihr hier immer das drauf habt. So, hoffe, das Video hat euch gefallen und dieser Tipp hat euch weitergeholfen. Falls ja, Daumen hoch. Und wenn ihr diese und weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Channel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.